Wochenende war Deutschland-Rallye, Weltmeisterschaftslauf. Jetzt ist Rallye-Racing hier bei der RTCO. Und ich sage Ihnen eins, die Witterungsverhältnisse waren sehr diffizil. Ein bisschen chaotisch. Mein Vordermann hat schon ein bisschen Sand auf die Bahn gestreut und dann bin ich auch abgeflogen auf der WP6 und habe es dann noch viel, viel schlimmer gemacht für alle anderen, noch mehr Sand irgendwie auf die Bahn gebracht. Das tut mir leid, aber ich habe selber die Maxzeit gekriegt da und das gehört wohl irgendwie dazu bei der Rallye hier. Rallye ist nun gar nicht meins, also da bin ich eher zweiter von hinten. Wundert mich auch, ich weiß nicht, warum ihr alle so schlecht seid, aber ich kann es nicht sagen. Entscheidend am Ende in der zweiten Runde war für mich, dass ich nicht mehr als Erster starten musste. Das ist immer ein Nachteil. In der ersten Runde, in den ersten 8 Prüfungen war ich der Startfahrer. Das hat mich ein bisschen nach hinten geworfen und konnte dann eigentlich lernen, zugucken von den anderen und richtig angasen, hat die Nerven behalten. Also ich würde mal sagen, am Ende haben die Nerven entschieden. Die sind heute wirklich gut bei mir. Meine Damen und Herren, das war das siebte Rennen der CCO-Saison 2019. Es war die Rallye, es war eine spannende Rallye.